Heute geht es um spezielle praktische KI-Tools, nämlich um die sogenannten Custom-GPTs oder benutzerdefinierten GPTs. Das sind Chatbots, die von Userinnen und Usern ganz ohne Programmierkenntnisse auf der Basis von ChatGPT entwickelt werden können. Das heißt, jede Person mit einem kostenpflichtigen ChatGPT-Abo kann einen eigenen Chatbot für die eigenen Zwecke erstellen und wenn sie mag, auch mit anderen Usern teilen. Und andere User mit einem Plus-Abo können diese GPTs dann ebenfalls nutzen. Wenn Sie über einen kostenlosen ChatGPT-Account verfügen, dann können Sie die freigegebenen GPTs ebenfalls in begrenztem Umfang nutzen. Derzeit sind für Free-Users 10 Prompts über alle GPTs hinweg möglich und danach ist erst einmal Pause und es wird die Uhrzeit eingeblendet, wann sich das Kontingent erneuert und wann dann wieder 10 Prompts möglich sind. Bei uns im August 2024 war das nach 4,5 Stunden der Fall. Konkrete GPTs für unterschiedliche Anwendungszwecke finden Sie hier in ChatGPT, wenn Sie auf GPTs erkunden klicken und dann können Sie sich hier die verschiedenen Anwendungszwecke aussuchen oder Sie scrollen hier einfach mal durch und schauen sich um, was es da so gibt. Und wenn Sie auf ein spezifisches GPT klicken und das öffnen, dann sehen Sie hier den Titel, dann darunter den Urheber, dann eine Kurzbeschreibung, hier die Bewertungen der anderen User, Userinnen und ein paar Gesprächsaufhänger, mit denen man starten könnte. Oder Sie beginnen den Chat mit einem beliebigen Prompt, der Sie eben interessiert, am besten gleich in der Sprache, in der Sie dann mit dem GPT kommunizieren möchten. Und wir stellen Ihnen jetzt einfach 5 spezielle GPTs vor, die uns für Bildungszwecke besonders gut gefallen haben. Unser erstes GPT kann dabei helfen, eigene Texte und Unterrichtsmaterialien inklusiver zu gestalten. Das GPT Leichte Sprache ermöglicht es, Texte in leichter Sprache zu generieren bzw. bereits vorhandene Texte in leichte Sprache zu übersetzen. Leichte Sprache ist ein Fachbegriff, der auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt und wurde speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Lernschwierigkeiten entwickelt. Leichte Sprache kann aber auch für andere Zielgruppen nützlich sein, etwa für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Im Bildungsbereich ist es oft notwendig, Lern- oder Kursunterlagen in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, wenn man mit diesen Zielgruppen arbeitet. Das Übersetzen kann den Zeitaufwand für die Unterrichtsvorbereitung beträchtlich erhöhen, denn die leichte Sprache folgt eigenen klaren Regeln. Das GPT Leichte Sprache berücksichtigt diese Kriterien nach eigenen Angaben explizit und kann es deshalb erleichtern, Unterlagen inklusiver und verständlicher zu gestalten. Ich nehme jetzt einen Textausschnitt von der Website Level Up Erwachsenenbildung als Beispiel, den ich in leichter Sprache übersetzen möchte. Dazu rufe ich das GPT auf und gebe den Text ein mit dem Prompt "Übersetze den Text in leichter Sprache". Und dann generiert mir das GPT ein Ergebnis. Man sieht hier deutlich, dass viele der Kriterien für leichte Sprache berücksichtigt wurden. Die Sätze sind kürzer und beginnen jeweils in einer neuen Zeile. Nebensätze und schwierige Begriffe wurden großteils vermieden. An manchen Stellen müsste man aber durchaus noch nachbessern. Zum Beispiel müssten zusammengesetzte Begriffe wie Hauptschule oder Mittelschule mit einem Bindestrich getrennt werden. Und es sind auch im neuen Text noch einige schwierige Begriffe vorhanden. Das GPT kann also auf jeden Fall Zeit beim Erstellen von Texten und Unterlagen sparen, indem es brauchbare Entwürfe liefert. Diese sollten jedoch auf jeden Fall mit Blick auf die jeweilige Zielgruppe überarbeitet werden. Es gilt zum Beispiel abzugleichen, ob alle Regeln für leichte Sprache beachtet wurden und ob die Bedeutung des Ursprungstextes gleich geblieben ist. Außerdem sollte der Text im Idealfall von Personen aus der Zielgruppe auf Verständlichkeit geprüft werden, um gegebenenfalls nachzubessern. Tutor.me von der Khan Academy ist ein GPT zum Lernen. Ein KI-Chatbot, der bei Fragen rund um mathematische Aufgaben, geistes- oder naturwissenschaftlichen Themen herangezogen werden kann. Die Kommunikation mit dem KI-Chatbot ist dabei recht interaktiv.
Durch Rückfragen sollen Nutzerinnen möglichst selbstständig zur Lösung gelangen, beispielsweise indem sie raten oder anführen, was sie bereits zu einem Thema wissen. Zuerst möchte ich herausfinden, wie gut sich Tutor.me für mathematische Aufgaben eignet, die im Alltag schon mal vorkommen können. Ich möchte gerne wissen, wie viel Liter Wasser ein bestimmter Kübel fasst und gebe den Prompt ein: Ich habe einen großen Eimer und würde gerne wissen, wie viel Liter Wasser er fasst. Kannst du mir helfen? Der KI-Chatbot fragt mich nach den Maßen zur Berechnung des Volumens. Ich erfahre, dass es sich um einen Zylinder handelt und zur Berechnung des Volumens der Radius benötigt wird. Ich erhalte eine Hilfestellung, nämlich dass der Radius die Hälfte des Durchmessers ist und werde nach der Formel zur Berechnung des Volumens gefragt. Der KI-Chatbot überprüft also durch Rückfragen bereits vorhandenes Wissen. Nachdem ich verneine, erhalte ich die Formel, darf aber selbst rechnen, was auch gut so ist. Aus didaktischer Sicht positiv hervorzuheben ist auch die schrittweise Erklärung des Rechenwegs. In einem weiteren Test frage ich nach Tipps zum Verfassen von Online-Texten. Der Prompt lautet: Bitte hilf mir, bessere Online-Texte zu schreiben. Worauf kommt es an? Hast du Tipps? Tutor.me fragt, was ich genau verbessern möchte: Struktur, Stil, Rechtschreibung oder etwas anderes. Ich erhalte allgemeine Tipps zum Aufbau des Textes und zum Stil und werde aufgefordert, einen kurzen Übungstext zu verfassen. Bei der Verbesserung des Textes würde der KI-Chatbot mir dann helfen. In einem anderen Chat werden auf meine Anfrage hin Negativbeispiele angeführt in Form von langen verschachtelten Sätzen und jeweils eine Variante in einer verbesserten, prägnanten Form. Am Ende werde ich gefragt, woran ich erkenne, dass die neuen Sätze einfacher lesbar sind. Also auch hier wieder eine Rückfrage, die mich beim Lernen unterstützt. Auch bei naturwissenschaftlichen Fragen, etwa zum Aufbau eines Atoms, wird versucht, an bereits vorhandenes Wissen anzuknüpfen und durch Rückfragen den Dialog möglichst interaktiv zu gestalten. Bei der getesteten Version von Tutor.me handelt es sich um KanMigo Lite. Die Vollversion KanMigo ist kostenpflichtig über die Website der Khan Academy zugänglich. Sie unterscheidet sich von der Lite-Version unter anderem durch eine Einbindung in die Content Library der Khan Academy und Möglichkeiten der Personalisierung. Synthea ist ein KI-Chatbot der deutschen IU Internationalen Hochschule, der in einer Lite-Version als GPT kostenlos zur Verfügung steht. Wie schon Tutor.me handelt es sich auch hier um ein GPT, das zum Lernen genutzt werden kann. Es gibt aber Unterschiede. Synthea eignet sich besonders gut für interaktive Dialoge zu Bildungsthemen. Rollenspielähnliche Szenarien erlauben es Nutzerinnen, sich in ein Thema oder in eine hypothetische Situation, wie zum Beispiel ein Praktikum, hineinzuversetzen. Sehen wir uns dazu zwei unterschiedliche Beispiele an. Zuerst ein Rollenspiel zum Thema Bildungsberatung. Synthea generiert ein Szenario, in dem ich die Rolle eines Bachelor-Absolventen der Informatik einnehme, der sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz interessiert. Im Dialog mit dem KI-Chatbot werden entsprechende Karrieremöglichkeiten in Betracht gezogen. Über drei Runden von Fragen und Antworten erstellt Synthea Kontextinformationen, formuliert konkrete Fragen, Aufgaben und Herausforderungen und führt Entscheidungsoptionen an. Basierend auf meiner Wahl führt das fiktive Szenario zu einem Praktikum im Bereich der IT und Nachhaltigkeit und zu hypothetischen Möglichkeiten, mich effektiv in einem Projekt einzubringen. Auf meine Antworten hin gibt der KI-Chatbot Feedback und nimmt in der nächsten Runde auch darauf Bezug. Zusätzlich gibt Synthea auch Hinweise und Tipps oder führt Aspekte an, die besonders berücksichtigt werden sollten. Dadurch wird der KI-Chatbot auch zum Ideengeber. In einem anderen Beispiel möchte ich etwas über das Thema Deepfakes und Desinformation erfahren.
Der KI-Chatbot generiert wieder 3 Runden. Ähnlich der Methode des sokratischen Dialogs stellt Synthea mir Fragen zum Thema. Etwa welche Risiken ich sehe und welche Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit Deepfakes ergriffen werden können. Im Anschluss an meine Antwort erhalte ich jeweils Feedback. Ich stelle auch Gegenfragen. Bemerkenswert ist, dass Synthea meine Gegenfrage beantwortet, sich aber nicht von der ursprünglichen Fragestellung abbringen lässt und auch diese sehr gut beantwortet. Für diese Tests habe ich die kostenlose Lite-Version von Synthea verwendet. Auf die Vollversion Zugriff haben Studierende in Weiterbildungsangeboten der IU Internationalen Hochschule. Sie unterscheidet sich von der Lite-Version vor allem darin, dass sie auch auf Lernunterlagen Bezug nehmen und somit auch zur Prüfungsvorbereitung verwendet werden kann. Manchmal braucht man aber auch eine vertiefte Recherche zu einem bestimmten Thema und möchte sich auf konkrete Literatur stützen, zum Beispiel wenn man Lehrinhalte vorbereitet. Dafür eignet sich zum Beispiel ein GPT namens Consensus. Das findet man wieder unter GPTs Erkunden bzw. in meinem Fall hier in der Seitenleiste, wo ich es mir schon hergerichtet habe. An Consensus kann man im Grunde 2 sinnvolle Typen von Anfragen richten. Zum einen kann man sich eine Literaturliste liefern lassen und ich probiere das gleich mal aus. Erstelle bitte eine Literaturliste zur Didaktik in Blended Learning Angeboten und dann wird mir so eine Literaturliste erstellt. Die ist üblicherweise nicht sehr lang, aber sehr spezifisch, also die Titel versprechen wirklich Aussagen zur Didaktik in Blended Learning Angeboten. Und wie Sie sehen, wird da auch jeweils gleich ein Link beigefügt. Diese Literatur gibt es also wirklich, da ist kein Anfängerfehler von ChatGPT mehr versteckt. Und wenn Sie auf den Link klicken, kommen Sie jeweils zur Website von Consensus und dort zum Abstract und auch zum Volltext der angeführten Literatur. Und ich sehe gerade, in diesem Fall ist die doch lang, die Literaturliste. Und ja, von 1 bis 10 lauter spezifische Beiträge zum Blended Learning. Also eine sehr effiziente Form, zu so einer Literaturliste zu kommen. Ich kann Consensus auch anders verwenden. Ich kann von vornherein eine inhaltliche Frage stellen. Ich wähle da jetzt einmal das Pendant und frage, was soll man bei der didaktischen Gestaltung von Blended Learning Angeboten beachten? Und dann wird Consensus wieder arbeiten und in diesem Fall eine inhaltliche Antwort liefern, die sich da ebenfalls auf sehr konkrete Quellen bezieht. Und hier sieht man, dass die inhaltliche Antwort wirklich sehr eng an den Quellen bleibt. Also man bekommt eine Antwort, die sich Absatz für Absatz auf eine spezifische Quelle bezieht, die dann auch wieder anklickbar ist und wo man nachlesen könnte. Und diese Zusammenfassungen am Ende gehören auch zur Standardausgabe von Consensus. Wenn man eine inhaltliche Frage stellt, gibt es am Schluss immer so ein Fazit oder eine Zusammenfassung. Das GPT-Consensus greift immer auf die Desktop-App Consensus zu, die auch, wie Sie hier sehen, unter consensus.app erreichbar ist und ein paar zusätzliche Features bietet, die es im GPT nicht gibt, zum Beispiel eine Chat-Möglichkeit mit den identifizierten Papers. Wir haben beim Testen von Consensus festgestellt, dass das Prompting hier schon eine Rolle spielt, das heißt mit konkreten Anfragen oder Aufforderungen haben wir deutlich bessere Ergebnisse erzielt als mit allgemeinen. Es handelt sich beim Consensus um das Produkt einer kleineren US-amerikanischen Firma mit Sitz in Boston.
Übrigens habe ich im konkreten Fall nicht widerstehen können und habe die Frage nach den didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten von Blended Learning Angeboten auch an Perplexity gestellt. Perplexity kennen Sie schon aus unserem Video KI ohne Anmeldung. Und ich habe hier den Fokus auf Academic gesetzt und die Antworten mir angesehen und verglichen. Und auch hier bekomme ich durchaus sinnvolle Ergebnisse in einer als Fließtext aufbereiteten Antwort, auch hier hinterlegt mit Literaturhinweisen und gut strukturiert und mit einer ganz kurzen Zusammenfassung am Ende. Das heißt, es kann im Einzelfall absolut Sinn machen, beide Tools zu kombinieren, wenn sie zu einem bestimmten Thema wissenschaftlich fundierte Aussagen suchen. Für viele Menschen im Bildungsbereich sind Förderanträge ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Auch dafür gibt es bereits mehrere KI-Assistenten. Zum Beispiel den Erasmus Innovator, der von Milenu, also von David Rötler, erstellt wurde. Das GPT zielt darauf ab, den Antragstellerinnen übersichtliche Informationen zum Erasmus-Plus-Programm bereitzustellen und sie bei ihrer Einreichung zu unterstützen. Dazu greift das GPT auch auf öffentlich verfügbare Informationen, wie zum Beispiel das aktuelle Programmhandbuch, zu und bezieht diese in die Antworten mit ein. Um den KI-Assistenten zu testen, starte ich mit dem folgenden Prompt. Ich befinde mich in Österreich und möchte ein Erasmus-Projekt zum Thema Finanzbildung für Erwachsene einreichen. Was sind die Voraussetzungen dafür und wann ist die Antragsfrist im Herbst 2024? Bitte um kurze, konkrete Antworten auf Deutsch. Auf diesen Prompt hin bekomme ich eine grobe Übersicht über die Voraussetzungen und eine korrekte Info zum nächsten Antragstermin. Ich frage als nächstes noch etwas konkreter zur kleineren Partnerschaft und zur Partnersuche nach und bekomme auch hier die korrekte Info zu den Fördersummen und hilfreiche Tipps zur Projektpartnersuche. Ich kann den Assistenten auch nutzen, um das Thema noch etwas zu konkretisieren und auszuloten, welche Teilbereiche von Finanzbildung am besten zu den Zielen und Schwerpunkten von Erasmus Plus passen. Auch die Begründung der Auswahl ist hilfreich. Wenn ich meine Projektidee konkretisiert habe, kann ich nochmal nachfragen, wie es um die Förderchancen dieses Projekts steht. Und auch hier bekomme ich eine Einschätzung mit Argumenten, die ich für eine Verbesserung meiner Idee nutzen kann. Zum Schluss frage ich noch nach den nächsten Schritten. Auch hier erhalte ich sinnvolle Tipps zur Projektplanung, Antragserstellung, Einreichung und Vorbereitung des Projekts sowie Infos zu weiteren Ressourcen. Insgesamt habe ich Antworten erhalten, die besonders für Anfängerinnen in der Antragstellung sehr nützlich sein dürften. Dennoch sollte man sich natürlich nicht nur auf das GPT verlassen und auch keine Texte wörtlich übernehmen. In meinen Tests habe ich zum Teil auch unpassende oder vergangene Antragstermine bekommen. Das heißt, Kontrolle ist jedenfalls angebracht. Umfangreiche Informationen und Beratung erhalten Antragstellerinnen beim ÖAD als österreichische Nationalagentur für Erasmus+. Übrigens, neben dem getesteten GPT von David Rötler gibt es noch einige andere GPTs, die ähnlich aufgebaut sind. Zum Beispiel der Erasmus Plus Antragsassistent von Vimeo oder der Funding Expert von Let AI Deal With It. Bei letzterem geht es um alle EU-Förderungen und nicht nur um Erasmus Plus. So, das waren für heute 5 nützliche GPTs für die Bildungsarbeit. OpenAI versichert, dass Chats mit Custom GPTs natürlich nicht mit den Erstellern dieser GPTs geteilt werden. Wenn Sie jetzt als Plus-User mehr darüber wissen möchten, wie man benutzerdefinierte GPTs selbst erstellt, dann können wir Ihnen das detaillierte Tutorial der digitalen Profis aus Deutschland empfehlen. Wir blenden Ihnen den Link dazu hier gleich ein. Ein gutes GPT zu erstellen kann sich für wiederkehrende Aufgaben wirklich lohnen, besonders wenn Sie es dann gemeinsam im Team nutzen möchten. Das Team-Abo von ChatGPT bietet dafür einen geschützten Workspace mit Adminrechten, in dem ChatGPT nicht mit Ihren Daten trainiert wird, zum Beispiel wenn Sie Dokumente hochladen, um Ihr GPT zu optimieren. Aber
Auch wenn Sie GPTs nur nutzen und das mit dem Gratis-Abo tun, können Sie sich vom Modelltraining abmelden. Sie können zusätzlich auch den Chatverlauf löschen. Ihre Eingaben werden dann von OpenAI nicht zur Verbesserung des Modells verwendet. Sie finden diese Möglichkeiten alle bei Ihren Einstellungen in Ihrem Profil in ChatGPT. Und mit diesen Zusatzhinweisen dürfen wir Ihnen auch diesmal wieder ganz viel Spaß beim Ausprobieren wünschen.